Vor einigen Wochen habe ich mein erstes Colorwork-Projekt gestrickt, und zwar diesen Schachbrett-Muster-Pulli, der, ich liebe ihn, also ohne Schmarrn. Und da ich noch sau viel Brushed Alpaka-Wolle von meinen letzten zwei Pullis übrig hatte, dem und dem, habe ich mir gedacht, wunderbar, es ist Zeit für another Colorwork-Projekt, aber diesmal eben nicht Intarsia, was ich eben vorher gemacht habe. Also voneinander getrennte Flächen, die nur an den Kanten miteinander verteut sind. Also man strickt quasi eine Fläche mit einem Garn, die anderen warten dabei, dann verteut man die am Rand quasi und dann strickt man mit dem anderen Garn. Und deshalb braucht man auch ziemlich viele Knäuel, weil man braucht halt ein Knäuel pro Fläche. Sondern ich will diesmal ein Fair Isle-Projekt stricken. Und Fair Isle ist quasi eine Art Muster zu stricken, wobei alle Farben immer mitgeführt werden. Da gibt es ja diese Fair Isle Charts, wie ihr hier seht. Daran kann man zum Beispiel ablesen, welche Farbe jetzt gestrickt werden soll. Und das geht dadurch, indem man quasi beide Fäden gleichzeitig in der Hand hat. Also simple as that. Und da ich gelesen habe, dass man als erstes Fair Isle Projekt definitiv was in Runden machen sollte, habe ich mir gedacht, ich erspare mir das jetzt, ein Pattern selber zu kreieren und nehme einfach mal ein Gratis-Pattern her. Und zwar eins, wo man nur Runden strickt. Und bei der Recherche ist mir immer wieder dieser Hokkaido-Sweater untergekommen. Der ist komplett in Runden gestrickt und hat einmal eine ganz andere Konstruktion, wie ich bisher gestrickt habe. Also dementsprechend habe ich mir gedacht, super, da könnte ich gleich was lernen dazu. Er ist gratis, er ist komplett in Runden. Da könnte ich ja mal Colorwork ausprobieren. It's Destiny. Und auf Ravelry könnt ihr den ganz normal einfach downloaden. Ich tue es euch unten auch nochmal verlinken. Das ist eben gratis, das gibt es auf Englisch und auf Dänisch. Und dann bin ich auch noch krank geworden. Ich habe so richtig heftige Angina bekommen und wurde auf Antibiotika für 12 Tage gesetzt. Dann habe ich mir gedacht, ja, it's Destiny. Ich druck jetzt das aus und fange an. Mini Storytime. Ich stricke gerade und wie ihr seht, ist es nicht mein Pulli. Das wäre nämlich ein Beanie. Und zwar aus dieser Wolle. Und es ist deswegen witzig, weil ihr müsst den Anfang der Geschichte kennen. Also es war ja so, ich hatte ja das Alpaka, dieses Brushed Alpaka hatte ich zu Hause. Dann hatte ich den Plan, das eben nach Strickanleitung mal zu stricken und dafür Colorwork einzubauen. Furchtbar tolle Idee. Und zu dem Zeitpunkt war ich in Linz. Und dann habe ich gedacht, wow, ich schaue in Linz in den Thalia rein, weil in Österreich gibt es ja Wolle beim Thalia. Das hat mich sehr erstaunt übrigens unter dem letzten Vlog, dass viele geschrieben haben, dass das in Deutschland gar nicht gibt. In Österreich gibt es das. Das heißt, ich war beim Thalia in Linz und habe nach Wolle gesucht und da habe ich so coole Wolle gefunden, die genau dem weißen, also diesem cremefarbenen Alpaka gematcht hat. Dann habe ich das mitgenommen, da gab es aber nur noch einen Knäuel. Aber ich habe mir gedacht, ja, passt mir zum Anfang. Nehme ich den und dann gehe ich halt nochmal zum Verlieren und kaufe mehr. Ich bin ja dann krank geworden, selber Tag. Ich war zu Hause endlich in Wien und habe mir gedacht, perfekt, ich fange jetzt an zu stricken. Das hat eigentlich super gut funktioniert. Ich hatte ja viel Spaß dran. Und dann habe ich mich quasi mit meiner Angina und alles, habe ich mich am nächsten Tag zum Thalia geschleppt, um weitere Wolle zu kaufen. Und dann bin ich drauf gekommen, der Thalia in Wien hat anscheinend ein anderes Sortiment und zwar anscheinend einen ganz anderen Kooperationspartner. Weil, ja, hier gibt es nämlich nur Rico Design. Und da ist mir mit einem Blick gleich mal aufgefallen, okay, Rico Design ist viel dünner. Das könnte zum Problem werden. Und habe trotzdem mal einen Ball mitgenommen, weil ich mir dachte, vielleicht wirkt es ja nur so. Dann war ich zu Hause, habe das ausprobiert, habe festgestellt, ja, es ist way too thin. Habe dann den Garn doppelt genommen. Dann ist mir aufgefallen, ja, da hätte ich jetzt zwar die Dicke, aber durch das, dass ich es doppelt genommen habe, ist es viel härter und fällt dann nicht so schön. Also habe ich mir gedacht, okay, blöde Idee. Ich schau noch in andere Läden, dann bin ich noch mal raus. Immer noch mit meiner Agina, mal sehen. Ich gehe raus zu Müller. Bei Müller gab es nur Merino Mixes, also Merino mit 40% Polyester oder sowas. Aber bei dem Pulli würde ich jetzt ja wirklich 100% natürliche Materialien haben. Vielleicht habe ich mir gedacht, nein, geht nicht. Dann bin ich noch zum Seva. Da habe ich dann Merino gefunden, 100%. Und von der Dicke her hat es auch genauso ausgeschaut wie die Wolle, die ich benutzt habe, von Linz. Und ich hatte auch so einen Vergleichsgarten dabei, so einen Fetzen, und habe das so hingehalten und habe mir gedacht, perfect, it's the same. Also habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt da nochmal raus muss, kaufe ich gleich ein. Ich kaufe 5 Balls davon, ja, komm heim, pack das aus und stell fest, im
Im Sonnenlicht, quasi im Natural Light, es ist nicht dieselbe Farbe. Es ist nämlich viel weißer wie das Creme, was ich für den Pulli verwendet habe. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich trenne das Ganze wieder auf und mache das einfach alles neu mit der Wolle vom Seva. Aber das ist so weiß, dass es auch nicht matcht mit meinem Brushed Alpaca. Will heißen, das war alles umsonst. Ich fahre zwar heute wieder nach Linz, aber da war ja nur noch ein Ball da beim Thalia und keine Ahnung, ob die jetzt schon eine neue Lieferung haben. Will heißen, ich habe einfach beschlossen, ich bestelle mir das jetzt. Bedeutet, ich habe jetzt dieselbe Brand nochmal bestellt und hoffe, dass das jetzt alles passt. Ich habe extra nochmal geschaut, dass das eh dieselbe Farbe ist und Brand und alles mögliche. Und es dauert jetzt natürlich ein paar Tage, bis es da ist. Und währenddessen habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt habe ich so viel Merino, weiße Merino zu Hause vom Seva. Jetzt stricke ich mir einfach eine Beanie und zwar so eine richtig dicke, damit ja kein Luftzug durchkommt, weil ich eben, wie schon gesagt, zurzeit ständig krank wäre. Genau, und deshalb habe ich das jetzt auch doppelt genommen. Und das ist die Geschichte, warum es gerade nicht weitergeht mit meinem Pulli und ich hier mein Beanie stricke. Ich hoffe, das war irgendwie entertainend für euch. Für mich nicht. Und ich war einfach so, ich war schon so fertig und der ganze Schweiß vom Kranksein so über... Oh, es war göttlich, sag ich ehrlich. So, ich habe jetzt meine Wolle abgeholt von der Post. Ja, let's hope it's the right one. Unboxing will follow soon. Um Gottes Willen, ich sag's euch, wenn das jetzt nicht die richtige Wolle ist, dann weine ich. Dann stelle ich die Kamera auf und heule. Okay, let's see if it's the right one. Oh mein Gott! Hat ja alles wahnsinnig lang gedauert, müsst ihr wissen, weil das kam auch noch am Samstag irgendwann einmal und da war ich nicht zu Hause und ich habe jetzt bis Montag warten müssen, bis ich von der Post abhole. Wow, okay. Ja, so umweltfreundlich ist der Package nicht, ne? Okay, it looks very good. Ich glaube, it's the right one heute. Yes, it's the same. Gott sei Dank, ich kann nicht weitermachen. Weil ich hab's da jetzt echt probiert mit den doppelt. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Ich zeige euch ja noch gleich Nahaufnahme. Nee, da habe ich mir nur gedacht, diese ganze Arbeit für das, das ist dann... sich ungut anfühlt. Nee. Nee. Es war gut. Es war gut, dass ich das bestellt habe und gewartet habe. Um Himmels Willen, warte, jetzt zeig's euch kurz. So, das ist dieses Doppelding, von dem ich geredet habe. Da habe ich jetzt ein paar Reihen mit dem Doppelgarn gemacht, was von der Farbe her ja gut gepasst hat. Man sieht den Unterschied zwischen einfach und doppelt. Und vor allem, man spürt's ur. Also hier ist urweich und flauschig. Und das ist urunangenehm. Also von dem her werde ich das jetzt auftrennen und dann mit meiner Wolle weitermachen. So, den Hokkaido Sweater gibt es in 6 verschiedenen Sizes und ich habe mich jetzt für Size 2 entschieden, obwohl mir wahrscheinlich Size 1 auch gut passen würde. Aber ich möchte den oversized haben. Was ihr sonst noch braucht, sind 5 mm Nieten, 4 mm und 3,5. Und ich werde alles mit normalen Kabel stricken, also ich habe keine Double-Pointed Needles, das passt schon. Um das zu stricken, müsst ihr können rechte Maschen, linke Maschen, rechts geneigte Zunahmen und links geneigte Zunahmen. Und ich habe schon ein bisschen reingeschaut, das wird für rechte Maschen und linke Maschen gebraucht. Das sind einfach zwischendurch Maschen anschlagen und die zwei Sachen, keine Ahnung, wie die auf Deutsch heißen. Aber haut es einfach in YouTube rein, dann findet ihr sicher ein Video für. Ich fange jetzt an und zwar nehmen wir jetzt 36 Maschen auf. In der Strickanleitung stand nichts drauf, welcher Anschlag ich benutzen soll. Dementsprechend habe ich einen ganzen Standard Kreuzanschlag gemacht, simple as that. So, in dem Pattern waren da auch einmal so auf der rechten Seite linke Maschen angegeben, aber auf der Seite nicht. Und langsam habe ich halt das Gefühl, das wäre halt so der ganze Kragen. Und was soll ich sagen? Das schaut mir nicht richtig aus, deshalb bin ich jetzt nochmal auf Ravelry, war das ja auch so ein Wort. Halleluja. Gegangen und habe mir die ganze Anleitung nochmal auf Dänisch runtergeladen. Nicht, dass ich unbedingt super gut Dänisch kann,
Aber ich habe das jetzt mal damit verglichen. Und da bei Punkt 2 steht ein R, dann irgendwas und dann 6 R. Ich habe das da markiert. Also ich nehme an, das sind rechte Maschen, eine rechte Masche und da auch 6 rechte Maschen. Und in der englischen Version, die ich genommen habe, ist hier Knit 1, also eine rechte Masche und dann Purl 6. Das ist halt urweird. Und ja, also ich habe jetzt herausgefunden, das ist falsch. Das müsste jetzt eigentlich auch eine rechte Masche sein. Also werde ich das jetzt alles nochmal auftrennen. Und so jetzt aus der Zukunft gesprochen, Gott sei Dank habe ich das nochmal aufgetrennt. Ich hätte mir so in den Arsch bissen, wenn diese linken Maschen da geblieben wären bis zum Ende des Pullis. Also es war gut, dass ich es gemacht habe. Und nur weil ich dieselben Klamottennamen habe, lasst euch nicht täuschen, es waren 2 Tage oder sowas insgesamt. Und ich habe jetzt schon die erste Seite fertig gestrickt. Das war ziemlich leicht zu folgen eigentlich. Und es waren so viele Zunahmen. Oh mein Gott, es waren so viele Zunahmen und verschiedene Marker quasi, wo ich rechts und links Zunahmen machen muss. Und also so viele Zunahmen habe ich schon seit langem nicht mehr gemacht. Und jetzt aktuell sind gerade 6 Marker im Spiel. Genau, aber so schaut das Ganze aus. Ich kann es noch nicht vorne schließen, also es bleibt noch ein bisschen was übrig. Das wäre die ganze Rückseite und das wäre natürlich dann die Vorderseite. Genau, und da ist mir schon langsam die Wolle ausgegangen. Gott sei Dank habe ich jetzt welche bekommen. Sag jetzt mal, da habe ich schon die Panik bekommen. Gut, und dann kommt man an den Punkt, wo man laut Anleitung immer mal wieder einem am Anfang und am Ende was extra anschlagen muss. Und wenn man quasi am Anfang einer Reihe was anschlägt, dann kann man das etwas so machen. Aber viel einfacher, ihr könnt das Ganze einfach umdrehen nochmal und so ganz normal eine zusätzliche Masche anschlagen, so wie ihr es normalerweise immer machen würdet. Und wenn ich das jetzt umdrehe, seht ihr gleich, das ist genau dieselbe Masche. Also, yeah. So, ich habe das jetzt einmal auf ein Scrap Yarn gespannt, damit ich das einmal anziehen kann, weil nichts von meinen Kabeln lang genug ist, damit ich es mal drüber stülpen kann. Und das sind jetzt schon 2 Knäuel tatsächlich. Und wenn ich das selber stricken würde, würde ich spätestens jetzt Panik kriegen, weil dieser Ausschnitt echt riesengroß ist. Aber ich habe es eh auf den Bildern gesehen, also der ganze Kragen ist super lang und geht dann voll nach innen, hoffe ich auf jeden Fall. Und damit das einfach ein bisschen mehr Form kriegt und sowas, werde ich jetzt schon den Kragen machen, auch wenn der im Pattern quasi als letzter Schritt angekündigt ist. Mache ich das jetzt. Ich werde jetzt den Kragen stricken, also hier überall Maschen aufnehmen. Und genau, und dann, wo ich eh schon mit Muster anfangen, also das ist nicht im Pattern, also es gibt schon eine Version von dem Pattern mit so Streifen, aber ich möchte wirklich Muster reinmachen. Die Frage ist nur, ob ich jetzt noch ein bisschen weiß weiter stricke und damit Muster anfange oder directly. Aber jetzt mache ich erst einmal den Kragen. Und der ist ganz normal Maschen aufnehmen mit 3,5 mm. Genau, mal schauen, ob da ein Knäuel reicht, aber ich denke schon. Und dann ist es einfach 2x2 Rib, also rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, forever and ever and ever. Ja. So, und hier habe ich einfach Maschen aufgenommen. Und das Witzige ist, dass ich ja inzwischen so viel selbst stricke, einfach so wie ich denke, so ganz intuitiv. Und intuitiv hätte ich viel mehr Maschen da aufgenommen, wie im Pattern steht. Aber ich habe mich zusammengerissen und habe ganz viele Löcher übersprungen, damit ich dann so viele hatte, wie es im Pattern steht. Und dann habe ich eben 2 rechts, 2 links die ganze Zeit im Kreis gemacht und dadurch quasi so ein Double Rib gemacht. Und ja, das hat Zeit lang, hat super gut funktioniert und ja, aber ja, ich hätte viel mehr angeschlagen. Ich musste ja zugegebenerweise das Ganze 2-mal machen, weil ich einfach viel, viel, viel zu viel hatte. So, ich habe jetzt da gute 10 cm gestrickt und im Pattern steht einfach, dass ich das irgendwie abketten soll, also da steht nichts Genaues. Und durch das eigentlich zuerst habe ich mir überlegt, ob ich irgendwann eine neue Abkettungsart versuche bei diesem Pulli. Aber durch das, dass ich den jetzt eh relativ tight brauche, weil ich möchte eben, dass der schön nach innen fällt und jetzt wegsteht, werde ich tatsächlich ganz standard normal abketten, weil das ja immer eher ein bisschen enger ist. Und ich glaube, das ist da genau der richtige Look. Aber ich werde Muster abketten, also in dem Fall rechts, rechts und dann die erste Masche über die zweite drüber schieben. Genau, und dann eben links und wieder drüber ziehen. Genau, das mache ich jetzt auch noch.
So, aber ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich ein Muster machen und dementsprechend habe ich mir jetzt Papier und Stift gekrallt. Haha, damals war ich noch naiv und habe mir gedacht, ah, ich zeichne das alles. Später bin ich dann auf Excel-Tabellen umgestiegen. Aber da habe ich einfach mal so ein paar Muster gezeichnet. Relativ einfache, aber Sachen, die cool ausschauen, wo ich mir dachte, hey, das könnte ich irgendwie machen und dass ich das einfach mal visualisiere, wie das alles ausschaut und mir das dann zusammenstelle, habe ich mir gedacht in meiner Naivität. So, ich habe mir jetzt das ein bisschen angeschaut und mir folgendes überlegt. Also ich werde jetzt mit dem anfangen. Also quasi nehmen wir das mal Pattern 1. Dann werde ich einige Reihen freilassen und dann werde ich quasi das verkehrt rum machen. Dann ein bisschen freilassen, dann eine Linie und dann das da quasi. Und das ist Pattern 2, dann wieder ein bisschen freilassen und dann wieder Pattern 1. Ich glaube, das könnte ganz nett ausschauen. Ja, das ist auch cool. Aber ja, ich glaube, ich werde das und das machen und das abwechselnd. Aber wenn ich das dann mal weiß, dann schreibe ich eigentlich genau, wie ich das mache. So, meine Lieben, ich habe gerade meine erste Runde Colorwork gemacht und trenne es jetzt wieder auf, weil ich einen Denkfehler hatte. Seht ihr mich eigentlich? Weil ich wollte ja eigentlich 2-2 machen immer. Weil ich mir dachte, ich habe ja hier, das steht ja, ich habe 232 Maschen auf der Nadel, perfekt. Das geht sich durch 4 aus, weil das muss ich ja 2-2. Aber da habe ich ja nicht bedacht, dass ich ja Zunahmen mache. Und ich mache in dieser Runde 6 Zunahmen. Und 6 lässt sich nicht durch 4 teilen. Jetzt muss ich das alles wieder aufmachen und mir einen Plan B überlegen. Also wahrscheinlich wird es doch einfach nur 1-1-1-1. Und ich muss mir aber trotzdem überlegen, wie ich das mit den Ecken mache, wo die Zunahmen sind. Weil wenn da immer wieder Zunahmen existieren und ich mache so, dann ist es ja quasi auch einmal blau-blau nebeneinander. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich gehe mal in mich und denke mir das aus und ich melde mich dann wieder, wenn ich es weiß. So, Kathi aus der Zukunft spricht. Und zwar, ich habe es jetzt tatsächlich hinbekommen. Ich habe jetzt meinen Plan geändert und ich sage euch das kurz, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Ich wollte ja vorher einen Plan machen, wie ich da mein Colorwork mache, aber das habe ich jetzt über Bord geworfen. Ich orientiere mich jetzt an dem Pattern und da steht jetzt bei mir, dass diese neue Increase-Dings-Geschichte 4 Runden lang ist. Davon werden 2 increased und 2 werden einfach nur normal gestrickt. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt ein Pattern, das 4 Runden hoch ist und das ist eben dieses 2-2. Und das geht sich dann wunderbar aus, dass das, wenn ich den Schritt habe, das Muster fertig ist, habe ich jetzt gestrickt, hat wirklich funktioniert. Mein Muster dauert quasi 2 Maschen, ne? Weil da ist einmal der Wechsel und ist 4 Maschen hoch. Aber bevor ich jetzt auf das Muster eingehe, gehe ich noch auf ein anderes Problem ein beim Vereilstricken. Und zwar die Tatsache, dass man einfach 2 geschissene Fäden in der Hand hat und ich habe es probiert, es ging nicht. Und dementsprechend mache ich das mit einer Methode, die ich tatsächlich auf Instagram Reels ein paar Mal vorgeschlagen gekriegt habe. Und zwar, dass man einfach den dominanten Faden, also der Faden, der am meisten vorkommt in einem Strickstück, bei mir in dem Fall beige, in der rechten Hand hat und das amerikanisch strickt und den anderen Faden in der linken ganz normal continental. Und das funktioniert super. Ich liebe das. Das funktioniert super und ich bin ja inzwischen ziemlich schnell damit. Also ja, I love it. Und was auch noch ein Vorteil ist, dadurch sind die Floats hinten auch immer regelmäßig und so. Es schaut super sauber aus. Also kann ich nur empfehlen. Und ich habe ja mein allererstes Strickstück damals amerikanisch gestrickt und jetzt kommt mir das zugute, weil das für mich jetzt ein ganz normaler Handgriff ist. Aber es ist, wie schon gesagt, das nur einmal den Faden drüber schmeißen. Also ihr könnt es auch lernen, don't worry. Also ich muss sagen, best Methode für Vereil ever! Huhu. Und kommen wir gleich zum zweiten Problem von Vereil. Und zwar, wenn man in der Runde strickt, strickt man eigentlich eine Spirale, ne? Also es schließt sich nicht die Runde. Und dementsprechend muss man da tricksen. Und da habe ich dieses Video genommen. Das ist super, kann ich auch nur empfehlen, verlinke ich euch oben, aber kurz im Schnelldurchlauf. Ich mache das so, wenn ich eine Runde fertig habe, tue ich das wieder zurückstülpen und du das Ganze dann nochmal stricken, und zwar mit der Farbe, mit der ersten Farbe der nächsten Runde, was in dem Fall beige ist. Und das stricke ich quasi nochmal mit beige, wunderbar. Und dann konnte ich schon das Ding einfach rüberschieben, meinen Rundenmarkierer, und ganz normal die nächste Runde, wie ich das wollte, eben weiter stricken, in dem Fall mit
beige. Und wenn ich jetzt da am Ende wieder angekommen bin, nehme ich jetzt diese Masche von hier unten wieder nach oben und stricke die ganz normal ab mit meiner letzten Farbe, wie ich sein soll. Dann durch sie wieder rüberschieben und jetzt wieder mit der ersten Farbe der nächsten Runde, was in dem Fall blau ist, weil ich jetzt dann Farbwechsel habe. Dementsprechend durch das nur einmal kurz miteinander verquirlen und stricke das Ganze nochmal mit blau. Yippie-yay. Und dann durch wieder den Rundenmarkierer rüberschieben und weiter stricken. Hier rüberschieben und der erste, weil es ein Farbwechsel ist, durch mit blau stricken. Yippie-yay. Und das funktioniert wirklich, Leute. Und wie schon gesagt, wenn ihr es nochmal langsam haben wollt, jetzt geht's auf ihr Videos. Ihr erklärt das wirklich super. Kommen wir zum nächsten Problem, und zwar das Problem mit den Zunahmen. Und ich zeige euch das mal kurz, was ich mir jetzt gedacht habe. Also die zwei Haargummis zeigen quasi die Markierung an, wo ich eine recht geneigte und eine link geneigte Zunahme machen muss. Also hier habe ich mein normales Pattern, also blau und weiß. Und hier müsste jetzt die erste Zunahme. Die mache ich jetzt blau, weil nach weiß kommt blau. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich werde dann blau weitermachen, dann weiß und wieder blau. Und hier auch bei der links geneigten Zunahme, die jetzt kommt, werde ich auch wieder blau machen und dann wieder weiter im Pattern weiß und blau. Weil dann kommt die zweite Runde, die ist ohne Zunahmen, dadurch dann einfach dieselbe Farbe drauf. Da werde ich jetzt denken, ah, Kathi, aber da ist jetzt blau und blau nebeneinander. Ja, wait for it, da kommt jetzt noch weiß, weil das weiß ich überhaupt nicht, I'm so sorry. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es euch vorstellen. Wunderbar. Und wenn jetzt die nächste Runde kommt, das ist jetzt nämlich die nächste Zunahme. Da brauche ich jetzt, muss ich mich jetzt ein bisschen vor blaue ausleihen. Die nächste Zunahme funktioniert so. Also hier muss ich jetzt ja blau drüber machen, weil wir haben hier einen Farbwechsel. Dann habe ich hier weiß. Und jetzt musste ich ja hier neben meinem Haargummi, muss ich ja jetzt eine Zunahme machen. Und zwar, die mache ich jetzt blau. Wuhu! Und dann hier geht's weiter. Weiß über blau. Wunderbar. Und dann blau über weiß. Und wieder weiß über blau. Und das nächste ist dann wieder eine links geneigte Zunahme, weil da kommt der Haargummi. Den mache ich jetzt wieder blau. Und dann habe ich hier weiter mit weiß über blau. Wunderbar. Und ta-ta-ta-ta-ta. Ihr habt die richtige Farbordnung. Dementsprechend habe ich mir gedacht, mache ich das jetzt so? Und hier sitzt das nochmal in real. Also hier habe ich gerade vorher beige gemacht. Jetzt nehme ich blau. Bei dieser Zunahme habe ich jetzt eben mit blau zugenommen. Dann durch den Marker transferieren. Mache wieder blau. Dann mache ich beige. Wo ist mein beige? Hier. Mache ich beige. Dann mache ich wieder blau. Das ist die erste Runde übrigens, Marker transferieren, die erste Zunahme hier links geneigt, upsi, so draufstecken und das mache ich wieder blau, weil ich gerade von blau komme und dann die nächste Masche ist dann wieder weiß. Und wenn ich, warte, jetzt mache ich das kurz fertig, wunderbar, ta-ta-ta, wenn ich jetzt die nächste, wenn ich jetzt die übernächste Runde daherkomme, weil die nächste ist ja einfach nur drüber, stricken, wenn ich jetzt die nächste mache, also die nächste Zunahme, also die dritte Runde eigentlich, durch hier jetzt wieder meine rechts geneigte Zunahme machen und diesmal durch sie in beige. Genau, ich komme von blau, mache es jetzt in beige, wunderbar und ich habe jetzt das abwechselnde Muster quasi bei meiner dritten Runde und die vierte Runde ist ja eh dann nochmal dieselbe Farbe drauf. Und das gleiche mache ich natürlich auch bei der anderen Seite, ist klar, also bei links geneigten Zunahmen. Und so habe ich mir das überlegt und es schaut eigentlich ganz gut aus. Also es gibt da sicher schickere Varianten, wie man das umgehen kann. Und natürlich, wenn man Pattern plant und man will das später machen, dann rechnet, kalkuliert man ja sowas ein, aber das ist ja dieser Pattern nicht. Aber ich finde, das ist eine ganz gute Lösung so far. Und hier bin ich dann umgestiegen auf Excel-Tabellen. Das könnt ihr echt machen, das finde ich ganz praktisch. Also da habe ich einfach die Excel-Tabelle quadratisch gemacht mit 20 und 20, glaube ich, Punkten. Und dann habe ich mir einfach mit einer Farbe, mit so einer Füllfarbe markiert, wie mein Muster ausschaut. Und das war eben das erste Muster, was ich gemacht habe. Quasi mal mit den zwei übereinander und abwechselnd dann in Reihe 3 und 4. Und dann habe ich mir gedacht, wunderbar, dann mache ich zwei beige und dann wieder zwei blau und dann mache ich das gleiche nochmal, nur gespiegelt, quasi, dass die Zacken gleich nach innen schauen. Und das habe ich deswegen so gemacht, weil im Pattern quasi der nächste Schritt bei mir 10 Reihen sind und das geht sich dann genau aus, weil die ersten 4 waren ja quasi das. Und dann habe ich die nächsten 10 Reihen, wo der nächste Schritt war, im Pattern quasi
das Muster fertig gemacht. Also das gesamte Muster hat jetzt 14 Reihen. Im nächsten Teil von dem Video zeige ich euch dann nochmal on detail, wie man Farben wechselt und so, weil das habe ich jetzt zum Teil nicht wirklich mitgefilmt, weil ich mir selber noch so unsicher war, wie das Ganze geht und ich wollte euch nicht verwirren, obwohl ich euch wahrscheinlich eh schon verwirrt habe. Aber ja, das kommt alles im Teil 2 nochmal intensely. Nur so viel bei diesem Muster jetzt beim zweiten Mal mache ich es jetzt genau andersrum bei den Ecken. Und zwar mache ich da jetzt, weil ich muss mich ja damit jetzt orientieren, dass die Zacken sich aufeinandertreffen. Und wenn man hier sieht, das ist ein aufeinandertreffender Zacken, also der müsste blau sein, der müsste gelb sein und da ist eh auch gelb, will heißen, ich kann die erste Zunahme hier in blau machen. Also es ist jetzt genau andersrum und es hat nur da was damit zu tun, dass ich quasi mit den Zacken in der gleichen Richtung bleiben will. Und deshalb muss man da in dem Fall das erste Mal die Zunahme in der anderen Farbe machen und dann bei der dritten Runde von dem zweiten Muster macht man dann die zwei Farben nebeneinander. Es ging sich nicht anders aus, wenn man das Muster so behalten will, aber ich habe es ja jetzt schon fertig gestrickt und ich muss sagen, es passt super. Also dadurch einfach schon, hier ist blau, da müsste dann blau sein, da müsste dann weiß sein, da müsste blau sein, weiß, will heißen in der Mitte, blau. Genau, also so bin ich daran rangegangen an die ganze Sache. Und das Ganze schaut dann übrigens so aus, wenn es fertig ist. Also es gibt zwei verschiedene Versionen aus irgendeinem Grund. Es gibt sicher einen Rechengrund dafür, den ich jetzt nicht hinterfragen will. Aber auf einer Seite von meinem Pulli schaut das Ganze so aus. Das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und auf der anderen Seite von meinem Pulli schaut das Ganze so aus. Also es ist genau gespiegelt. Das eine ist da mehr weiß und beim anderen ist es mehr blau. Ich finde beides aber total fein. Wie schon gesagt, das Weiße schaut vielleicht ein bisschen schicker aus, aber von Weitem, das passt schon. Also ich würde sagen, für das ist mein erstes Mal Fair Isles und ich das gerade selbst ausgerechnet habe, ist völlig in Ordnung. Aber ja, ich hatte auch viel Spaß. Also ich muss sagen, es macht schon Laune. Es dauert viel länger, aber es macht Laune. Wupp, wupp. So, es geht dahin. Boah, die Sonne. Ja, also es slowt mich heute wahnsinnig down. Also ich bin natürlich echt so langsam, wenn ich das... Sobald ich das Colorwork mache, bin ich furchtbar langsam. Aber es ist voll schön in der Rückseite. Also was ich da zum Teil auf YouTube-Videos gesehen habe, so wie was für Chaos das ist, wenn man halt beide Fäden quasi in der linken Hand spannt und das einfach nur nicht wirklich kann und so, was da oft für Kuddelmuddel da hinten entsteht. Und so ist es natürlich super cool. Und ich habe jetzt, nachdem ich jetzt schon einige Reihen gestrickt habe, habe ich jetzt auch das mit der Spannung raus. Ich habe mir immer, wenn ich werfe quasi, ich werfe wirklich nur rüber und ziehe überhaupt nicht an. Also ich ziehe da, habe da null Spannung dran, ich ziehe es einfach nur durch, dann stricke ich normal und dann werfe ich wieder. Und nur quasi das nächste Werfen spannt dann ein bisschen die vorherige Masche, versteht sie man, aber ich tue jetzt nicht, weil wie ich den Cardigan gestrickt habe, amerikanisch, da habe ich wirklich geworfen und gezogen und das passte gut, weil den habe ich ja komplett geworfen, gestrickt und dann hat sich das angeglichen, aber mir ist aufgefallen, dass meine Werfenmaschen viel länger sind, natürlich wie meine Continental deutsch gestrickten Maschen. Und dementsprechend bin ich jetzt dadurch jetzt auf das gekommen, dass ich das so mache. Also ich tue wirklich nur rüberlegen quasi durch normal stricken. Und jetzt beim Rüberlegen ziehe ich ja da ein bisschen an. Und das reicht komplett. Und dann tue ich da immer, wenn ich ein paar Maschen gestrickt habe, das nochmal gerade ziehen, dass sich das wirklich schön spannt, damit das dann flach liegt. Also das ist auf jeden Fall meine Theorie. Ich habe mir halt einen Kaffee gemacht, das erste Mal wieder, und der schmeckt tatsächlich. Ich werde mir jetzt auch gleich noch meinen Tee machen, meine Stimme hört sich, es geht eh. Ich habe mir ja schon in den Rachen geschaut, es ist noch Alter da, aber wirklich nur ganz wenig. Also, it's getting there. Aber das dachte ich das letzte Mal auch schon, und dann ging es wieder los. Ich bin jetzt insgesamt schon 1,5 Wochen krank. Und ich bin eh froh, dass es mir jetzt so gut geht, wie es mir jetzt geht, aber ich mag echt immer. Ah ja, wenn es so weitergeht, dann habe ich diesen Pulli noch fertig. Ich meine, es dauert noch Ewigkeiten. Also ich weiß ja gar nicht, wie groß der noch werden soll. Also ja,
egal. I trust the process, I trust the pattern. Das ist eh meine letzte Runde jetzt von dem. Und dann kommt dem Pattern eh wieder so ein Punkt, wo man weniger Zunahmen hat. Und dann trenne ich endlich, ich glaube, das sind acht Runden oder so, und dann trenne ich endlich die Ärmel vom Oberkörper ab. Und da werde ich dann mein nächstes Colorwork machen. An dem Punkt. Weil dann habe ich ja keine Zunahmen mehr und es geht nur noch um den Körper rum. Und das finde ich super. Und was ich halt auch noch checken muss, ist, dass mir hoffentlich nicht der Garn ausgeht. Weil irgendwie brauche ich doch mehr, wie ich dachte. So, ich habe jetzt nach meinem Muster 8 Runden ganz normal gestrickt, also nach Pattern. Also in meiner Größe habe ich eben jetzt 8 Runden gestrickt, wo ich jeweils jede zweite Runde 4 Zunahmen gemacht habe. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, da steht da unter Body, wo ich quasi jetzt die Ärmel vom Body trenne. Und witzigerweise ist das jetzt habe ich gerade eine neue Runde angefangen, das ist die Runde, die Trennungsrunde quasi. Und mir ist gerade mein 4. weißer Knäuel ausgegangen. Also von 7 weißen Knäueln habe ich jetzt schon 4 da drin. Das wird brenzlig und einen halberten blauen. Gut, also von dem her werde ich jetzt einen neuen Knäuel reintun und das ist jetzt eben mein Beginning. Im Pattern steht, dass ich jetzt bis zum ersten Marker stricken soll und dann alles zwischen ersten und zweiten Marker auf ein Spare Thread tun soll. Also da ist mein erster Marker, da ist mein zweiter Marker, also das wird mein Arm und das fädle ich dann einfach auf. Ich stricke was bis hier, fädle das auf und stricke dann hier weiter, aber bevor ich da weiter stricke, muss ich noch extra 5 Stiche aufnehmen bei mir. Das ist dann quasi für die fürs Armloch, für die Armhöhle da unten. Und da ist jetzt glaube ich wieder ein Fehler im Schnittmuster, im Strickanleitungsding. Weil dann steht nämlich dann die Rückseite quasi stricken und dann wieder alles zwischen 3. und 4. Marker auf Spare Needle geben. Und dann steht einfach nur bis zum Ende stricken, aber ich muss ja da auch bei der anderen Seite meine 5 Stiche aufnehmen. Ich meine, ich finde es logisch, aber es steht jetzt nicht explizit da, also für Anfänger könnten nur ein bisschen verwirrt sein. Also natürlich müssen wir unter beiden Ärmeln, also da wo wir die Ärmel wegnehmen, müssen wir in dem Fall 5 Stiche extra zunehmen. Genau, das werde ich machen, dann kann ich das glaube ich wieder anziehen. Also, wir sehen uns da. Ich konnte es jetzt tatsächlich anziehen. Es tut mir übrigens leid, dass ich total fettige Haare habe. Aber ich nutze jetzt die Zeit, dass ich hier bin und Antibiotika nehme und Ruhe geben muss, einfach auch, um meine Haare einzufetten und so und nicht so oft zu waschen. Yay. Aber ja, soweit bin ich jetzt. Ich konnte es jetzt abtrennen. Ich finde, es schaut echt schon gut aus. Also den Pulli muss ich definitiv blocken, wenn er fertig ist. Weil natürlich ist das schon ein bisschen crumbly hier, so wegen der Tension. Ich hoffe, dass sich das noch erholt, sag jetzt mal. Ich meine, das ist mein erstes Mal Fair Isle, von dem her ist es auch okay, wenn es nicht perfekt ist. Da ist schon noch einiges zu tun und ich habe keine Ahnung, ob mir der Garn reicht, sag jetzt mal. Und weil ich möchte nämlich das da hier unten auch nochmal machen und jetzt hier dazwischen soll noch was ein bisschen aufwendigeres kommen. Aber das kriegt ihr dann im nächsten Video. Ja, also wenn ihr sehen wollt, wie es ausgeht, dann müsst ihr wohl oder übel nächste Woche wieder einschalten. Macht es gut, bis dann!